Also Magda, schau, hier kann er draufsteigen und hier fließt halt Wasser runter, ja. Und da hat hier halt einen ganzen Lauf, ja, und dann kann er, das fließt halt hier runter, ja. Und siehst du, übrigens, hier hat man so ein schattiges Plätzchen mit einer Bank, da kann man essen, picknicken, hier ist schön Schatten, da können wir auch eine Decke auslegen und ja, siehst du, der hat hier überall so einen Wasserlauf, da kann er so einen Luftballon, nicht Luftballon, so einen Ball hinlegen und gucken, wie der Ball fließt. So, und jetzt pass auf, hier, das ist halt so ein Ding, ja, so eine Wassermühle, wenn man die dreht, fließt da Wasser raus und weißt du, das ist für den Gabriel lauter so Geplansche. Und ich glaube, da ist eine Schleuse, da kann sich das Wasser stauen und wenn man das aufmacht, fließt es durch. Weißt du, das ist so lauter Spielerei für so Jungs wie den Gabriel. So, pass auf, Magda, und hier gibt es so einen Bagger. Siehst du, da kann er mit dem, weißt du, mit zwei Dingern, mit so einer Schaufel, ja, das kann er dann so drehen und hier Sand schaufeln. Da können wir, hier ist ja Sand, genau, und siehst du, hier fließt das Wasser ab in den Fluss. Und hier ist halt Wasser, das ist alles flach hier. Und weißt du, wenn ich Fische fange, kann ich da Fische reinschmeißen. Und der Gabriel kann dann sehen, wie die Fische hier rumschwimmen. Da gibt es halt noch dieses Ding. Weißt du, wenn man so an dem Ding dreht, ja, der Gabriel mag doch alles, was sich so dreht. Ja, und dann kommt hier Wasser hoch, wenn man das dreht. Ja, du, Magda, aber, ups, weißt du was, ich habe ein Problem mit Angeln, wird es hier nichts. Weil wenn der Gabriel dabei ist, der wird dann die ganze Zeit mich ziehen und sagen, ich soll hier mit ihm spielen. Das wird nichts mit Angeln. Ach so, genau, hinten gibt es noch so eine, also ganz viel Sand. Noch weiter hinten noch eine richtig schöne Schaukel. Weißt du, und du siehst, hier ist alles schön schattig. Genau, einen Mülleimer hat es auch. Und siehst du hier halt voll in der Natur, ja, mit Fluss, Feldern und Wäldern. Ja, genau. Und weißt du hier, wenn er dann müde wird, der kann ja auch hier schlafen. Oh Mann, oh Mann. Hier gibt es noch so ein Ding. Okay, für ihn ist es vielleicht etwas zu groß. Aber schau, wie das hier... Ich glaube, oben haben die sogar ein Fernrohr hingemacht. Auch so zum Klettern für die Kinder. Hier eine Schaukel. Okay, bei Sonnenschein wird die Schaukel heiß sein. Aber da kann er sich auch richtig schön viel austoben. Ja, guck, hier so ein Ding zum Klettern. Ich glaube, ich mache mal den Test. Ich mache den Test. Okay, das Holz ist nicht heiß. Ja, der Sand ist schon arg warm. Du, aber das ist wie ein Freizeitpark. Genau. Hallo. Und siehst du, hier gibt es noch so eine. Was halt super ist, das ist so schön schattig. Hier mit. Du, das haben die so schön hier gemacht. Echter Hit, du. Ja. Und noch so ein Ding, da kann er auch rauflaufen. Der läuft doch so gerne auf die Berge hoch. Also. Dann fahren wir möglichst bald hierher. Ja.